Ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Sonntagnachmittag hier aus Valencia. Also mich begeistert diese Stadt hier von Tag zu Tag mehr. Hier werden wir definitiv noch öfter sein. Ich möchte gerne was mit dir teilen, und zwar etwas, warum ich gestern so ehrfürchtig, ja, man kann wirklich sagen, schon ehrfürchtig war. Wir waren ja gestern hier im Ozeanographic. Hallo, liebe Edeltraut, schön, dich zu sehen. Wir waren ja gestern hier im Ozeanographic. Das ist ein großes Aquarium, ja, so ein Zoo-Aquarium, könnte man sagen. Und ich bin so auf der einen Seite solchen zoologischen Gärten und solchen Aquarien, bin ich eigentlich immer so ein bisschen, ja, zwiespältig, kann man schon sagen, stehe ich so ein bisschen zwiespältig gegenüber, weil auf der einen Seite sperren wir da Tiere ein und schaffen denen einen künstlichen Lebensraum, was ja gar nicht wirklich ihrem Lebensraum entspricht. Auf der anderen Seite wird natürlich auch da viel gemacht, und so sicherlich auch hier im Ozeanographic, was wiederum zur Erhaltung der Tierwelt gilt und förderlich ist und beiträgt. Und deshalb bin ich natürlich mit so ein bisschen gemischten Gefühlen dadurch. Aber was auch war, wenn ich diese faszinierende Unterwasserwelt, die man da gesehen hat, die wir da gesehen haben, gesehen habe, ui, ui, ui. Bisschen heiß hier. da war ich schon sehr, lieber Peter, hallo, schön, dass du dabei bist. Da war ich teilweise wirklich sehr, sehr nachdenklich und auch, ja, fast schon ehrfürchtig unterwegs, in Anführungsstrichen unterwegs oder in diesem Museum unterwegs, im Ozeanographic. Wenn ich so diese faszinierende Tierwelt gesehen habe, diese Wunder der Natur, wirklich absolute Wunderwerke, faszinierende Kreaturen und. Und auf der einen Seite natürlich, wie wenig sorgsam wir teilweise natürlich mit Mutter Erde umgehen. Aber nicht nur das, da kann man ja auch viel Unterstützungsarbeit einfach leisten. Was ja mit einem Motivator für mich ja auch unter anderem war, auch, ja, meinen Seelenberuf zu kreieren und mir auch zu erlauben, da monatlich mehr Geld zu verdienen, um solche Projekte einfach jeden Monat zu unterstützen. Aber mir ist auch gestern nochmal so bewusst geworden, wie wenig sorgsam wir manchmal mit unserem eigenen Leben umgehen. Und sinnigerweise, als ich heute Morgen auf Facebook gegangen bin, hat jemand geschrieben, dass sein Papa sich gestern verabschiedet hat. Und mit dem Satz, Leben ist das, was geschieht, während du auf deine Träume wartest. Sein Papa hat wohl die Träume nie realisiert. Und jetzt sind wir nochmal bei dir. Du bist ja hier in dieser Gruppe, weil auch du deinen Seelenplan entdecken möchtest und dir deinen Seelenberuf kreieren möchtest. Und da passt das alles nochmal gut zusammen, und deshalb möchte ich das hier mit dir teilen. Das Wertvollste, was du hast, das wirklich Allerwertvollste, das ist dein Leben. Und das ist deine Lebenszeit. Und du kannst dich von allem Kram, Prägungen, Blockaden, Glaubensmustern, was auch immer da an, sorry, wenn ich den Ausdruck jetzt nutze, Scheiß, auf uns gelegt wurde, was über mich ja auch ganz viel gestülpt wurde, wie viel Schleier da auf mir auch lagen, befreien. Doch eines können wir nicht, wir können nicht wertvolle Lebenszeit zurückdrehen. Und deshalb möchte ich das jetzt hier mit dir teilen, so meine Ehrfürchtigkeit dem Leben gestern da gegenüber in dem Ozeanographic. Und als ich dann heute Morgen diesen Post auf Facebook gelesen habe,
habe ja bei meinen Eltern auch schon festgestellt, wie schnell es einfach vorbei ist. Bei meinem Papa war es eine längere Leidensgeschichte. Bei meiner Mutter war es binnen 48 Stunden, wo sie sich verabschiedet hat. Ohne Vorankündigung von jetzt auf gleich. Wie schnell ist es vorbei? Und wenn du dir das mal vor Augen hältst, hör auf, dein Leben an dir vorbeiziehen zu lassen, damit du wirklich irgendwann mal denkst, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, hier den Körper zu verlassen. Es hat zwar eine Weile gedauert, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, das ist das, was ich mir einfach mal sagen wollte. Aber ich habe noch die Kurve gekriegt. Ich blicke noch zurück auf ein erfülltes, glückliches Leben. Ich habe mein Leben gelebt, so wie ich es mir mal vorgestellt habe, als ich hierher auf Mutter Erde gekommen bin, mit meinem Seelenplan im Rucksack, metaphorisch gesprochen. Ich habe den noch ausgepackt und habe meinen Seelenplan noch entdeckt. Und ich habe meinem Seelenplan entsprechend Spuren hier auf Mutter Erde hinterlassen, positive Spuren. Ich habe dazu beigetragen, hier die Welt wieder zu einem besseren Ort zu machen. Denn das sind alles Motivatoren für mich und ich glaube auch für dich. Ich glaube nicht, dass bei dir es in erster Linie darum geht, einfach nur dein eigenes Ding zu machen, sondern deinen Seelenplan dahingehend auch zu entdecken, dass du auch Spuren hier hinterlässt, und zufrieden und glücklich irgendwann wieder deinen Körper verlässt. Und dass du damit eben auch erkannt hast und erkennst, dass das Leben keine harte Schule ist, dass alles auch für dich möglich ist und dass du nur dann glücklich und befreit wirklich auch leben kannst, wenn du dein eigenes Ding machst und das letzten Endes auch ein Stück weit die Erfüllung ist, Mehrwert zu leisten. Und den Satz hast du bestimmt schon öfter von mir gehört, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Denn deinen Seelenplan zu entdecken, deinen Seelenberuf daraus zu kreieren und dich dann zu fragen, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Das Herz und die Seele dürfen immer an erster Stelle stehen. Dann dürfen wir uns natürlich von den vielen Prägungen und Schleiern befreien, die über uns gelegt wurden im Hinblick auf unser Geld-Mindset, dass wir uns auch erlauben, das Geld ins Leben zu ziehen für die Projekte und für die Dinge, wo wir gerne einen Mehrwert hier schaffen möchten. Und dann ist das eben das, was daraus erfolgt, der Erfolg, auch im Hinblick auf die Finanzen. Und im ersten Schritt geht es einfach mal darum, dass du überhaupt eine Entscheidung triffst, endlich dich zu committen, alles dafür zu tun, dich auf den Weg deines Herzens zu begeben, deinen wahren Seelenplan zu entdecken und den zweiten Schritt deinen Seelenberuf zu kreieren. Und alles Weitere kann on top obendrauf gesetzt werden. Und das wollte ich jetzt einfach mal nochmal zu deiner Inspiration hier mit dir teilen. Und damit das alles noch greifbarer für dich wird, komm heute Abend um 8 Uhr hier live in die Gruppe. Da habe ich eine wunderbare Akademikerin, eine wunderbare Teilnehmerin von meinem Programm, live im Interview, damit du einfach nicht nur immer von mir hier diese Dinge hörst, sondern damit du einfach mal auch von einer Teilnehmerin in meinem Programm, die jetzt seit kurzer Zeit mit mir zusammenarbeitet, erfährst und dass das mal greifbar für dich ist, was sich alles wirklich in kurzer Zeit verändern kann, auch in deinem Leben, wenn du, wie sie immer sagt, Hilke, ich habe die Reißleine gezogen, wenn du die Reißleine in deinem Leben ziehst und endlich beginnst, dich auf deinen Herzensweg zu begeben. Und all deine Talenten, Potenziale, deine Kreativität, alles, was du mal mitgebracht hast, hier endlich wieder auspackst, deine Kraftquelle selbst, so habe ich das früher auch gerne genannt, endlich mal auspackst und deinen Weg gehst. 20 Uhr heute Abend, live hier in der Gruppe, lass es dir nicht entgehen. Dieses ganz tolle Interview, das ich heute Abend hier live mit der Hilke führen darf. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das heißt, wir werden uns auch Zeit nehmen und gerne auch auf deine individuellen Fragen eingehen. Also, sei unbedingt dabei.
Ich werde mit meinem Mann jetzt hier noch ein bisschen in die Altstadt gehen. Wir werden wohl noch einen leckeren Kaffee trinken, um mal noch ein bisschen, ja, die schöne Atmosphäre hier genießen. Und dann sehen wir uns heute Abend um 20 Uhr live. Bis dahin, ciao.